Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich zeige euch heute mal, wie ihr diese schönen Kamerafahrten macht, die ich in den letzten zwei Videos, glaube ich, hatte, ja. Weil mich nämlich ein paar Leute angeschrieben haben und so, ja, hey, wie machst du das überhaupt? Deswegen wollte ich euch mal zeigen, wie das geht. Ja, zuvor erstmal, damit ihr das überhaupt machen könnt, müsst ihr drei Sachen installieren. Ich zeige euch mal ganz kurz. Und dafür seht ihr einmal kurz mein Bildschirm. Das kommt eigentlich nicht da rein. Upsala, das packen wir mal raus. Ja. Ist doch egal. So, also wir haben hier nämlich FFmpeg. Das ist dafür, dass die Videos, die ihr dann, sag ich mal, da erstellt habt, also die Kamerafahrten, auch gerendert werden als Video. Dann einmal an sich die Replay-Mods. Die könnt ihr euch auch runterladen. Dafür habe ich nämlich extra. Lasst mich mal kurz schauen. Eine Datei angelegt, die ich aber gerade nicht finde. Nicht so schlimm. Ich packe euch die Links in die Videobeschreibung. Ja, auf jeden Fall sind diese beiden Sachen, die ihr schon installieren müsst. Und dann braucht ihr einen speziellen Launcher. Meistens wird der Forge benutzt, um Mods zu launchen, aber ich benutze dafür jetzt den Fabric Launcher. Den packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Fabric installiert ihr dann einfach die neueste Version, genauso wie bei Replay Mods 1.16.4 bis 2.5.1 und FFmpeg. Das packt ihr dann einfach, diese beiden Sachen packt ihr einfach in den Mod-Ordner. Also macht dann Prozent der Platte Prozent, geht auf Minecraft, sucht den Mod-Ordner und packt die beiden Sachen hier rein. Am besten, wenn ihr diesen Ordner drin habt, macht ihr den auf hier entpacken. Dann habt ihr direkt die Sachen hier drin. Ja, dann gehen wir mal in Minecraft. Ja. Erstellen wir mal kurz hier Singleplayer, eine neue Welt. Creative, um euch das jetzt mal zu zeigen. Zuallererst müsst ihr natürlich, wenn ihr jetzt in dieser Welt seid, erstmal was bauen. Das ist ja natürlich die Hauptsache. Das werden wir einfach mal kurz machen. Und ihr werdet gleich schon was sehen, wenn wir reinkommen. Augenblick. Turning World. Jetzt seht ihr, oben haben wir jetzt ein Recording stehen. Automatisch. Das heißt, dass ihr alles gut gemacht habt. Da haben wir jetzt, wenn ihr Escape drückt, Pause Recording und Stop Recording. Das ist eigentlich eher wichtig, wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht recorded haben wollt, dass ihr jetzt in die Welt reinkommt, sondern erst ab späteren Zeit. Genau. Oh, jetzt ist es ein bisschen laggy, weil hier alles einmal lädt. Stellen wir, glaube ich, kurz die Chunks runter. Das ist etwas angenehmer. Ja, ist auch ein bisschen hoch. So. Genau. Also, in der Aufnahme wird jetzt zu sehen, also alles, was ihr macht, wird jetzt in der Aufnahme zu sehen sein. Das heißt, wie ihr euch bewegt, was ihr baut, wie ihr lauft. So, wir sind natürlich jetzt hier gespawnt und dann können wir jetzt einfach mal hier was bauen. Einfach, genau, einfach einen kleinen Würfel, sagen wir mal. So. Gut ist natürlich, wenn ihr das schnell haben wollt, könnt ihr, zeige ich euch dann noch, was ihr alles machen könnt. Wir haben jetzt hier einen Würfel gebaut, dann haben wir zum Beispiel jetzt als zweites bauen wir ein kleines Dach. Also einfach nur ein Dach, damit ihr dann auch seht, wie man zum Beispiel Sachen von unten filmt und hier. Ja, ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. So, wir haben jetzt hier ein schönes Dach gebaut. Wunderschön. Dann haben wir zum Beispiel auch noch die Sache, man will zum Beispiel jetzt in eine Mine rein oder aus dem Video kennt, in eine U-Bahn. Da ist natürlich dann immer etwas schwierig zu treffen, aber das kriegt man auch irgendwie hin. Also brauche ich jetzt hier einfach ein paar Sachen. So, wunderbar. Da wollte ich dann auch rein. Und ja, da haben wir zum Beispiel hinten noch einen Baum, den merken wir uns mal. Den fliegen wir auch mal kurz hin. Einfach so ein kleines Standard-Ding, was ich euch zeige. Also ich bin jetzt auch natürlich nicht der Profi da drin, deswegen müsst ihr bedenken, dass das dann vielleicht auch ein bisschen, ja, nicht so schön aussieht, aber macht euch nichts aus. So, wir haben jetzt ein paar Sachen gebaut und jetzt verlassen wir einfach die Welt. Save and quit. Und jetzt speichert ihr hier oben euer Replay. Wenn ihr es wirklich gespeichert haben wollt, drückt einfach auf Done. Jetzt habt ihr hier die Funktion Replay Viewer. Das sind natürlich die ganzen, die ich hier in den anderen Welten gemacht habe. Natürlich das Neueste wird dann hier oben erscheinen.
Da geht ihr jetzt drauf, geht auf Load. Und pass mal auf. Jetzt müsst ihr am besten, wenn ihr drin seid, erstmal P drücken. P ist für Pause. Und jetzt seht ihr, wir sind in der normalen Welt hier drinnen. Und können hier rumfliegen. Wie ein Spectator eigentlich. Ihr könnt durch Blöcke durchfliegen, also, ne? Ja, wir packen mal ganz kurz den Regler hier oben wieder auf 0,0. Da wollen wir anfangen. Das heißt, ihr seht, ich bin noch nicht da. Die erste Sache, die ihr jetzt erstmal macht, ist festlegen, ja, wo soll eure Kamera starten. Dafür wählen wir zum Beispiel diese Position aus. Bedenkt, so wie ihr guckt, wird auch später die Kameraposition sein. So, wie macht ihr jetzt eine, also ihr braucht jetzt erstmal eine Stelle, wo die Kamera anfängt. Dafür drückt ihr jetzt einmal T, also T wie Tim, und könnt jetzt die Maus hier frei bewegen. Ihr habt jetzt hier oben die normale Zeitanzeige und hier die Anzeige für das Replay. Dann haben wir hier zwei Buttons, die heißen einmal @PositionKeyframe und @TimeKeyframe. So wirklich kenne ich mich, ehrlich gesagt, noch nicht so mit denen aus. Ich mache einfach immer beide rein. So, wir wollen jetzt hier auf diese Position gucken, drücken jetzt einmal hier @PositionKeyframe und @TimeKeyframe. Da, wo ihr den ersten Keyframe setzt, ab da beginnt eure Kamerafahrt. Dann könnt ihr Escape drücken und seid wieder hier in diesem Menü. So, wir können jetzt mal kurz P drücken, das heißt, es playt jetzt und da sind wir. Und jetzt kommt die Sache. Die Kamerafahrt kann nämlich unterschiedlich schnell werden. Und das liegt jetzt darin, welche Strecke ihr in welcher Zeit zurücklegt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel von dieser Position aus bis zu dem Baum fliegt und das aber innerhalb von 2 Sekunden, wird die Kamera natürlich auch in 2 Sekunden da drüben sein. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel dann jetzt zum Baum fliegt und dann hier oben ein bisschen mehr Zeit lässt, sagen wir 10 Sekunden, geht die Kamera langsamer dahin. Das müsst ihr mal bedenken. So, wir können jetzt natürlich einmal hier stehen bleiben und ja, die Zeit ein bisschen vorgehen lassen. Da sind wir jetzt hier, machen da irgendwas, gucken uns da um. So, wir können jetzt mal einfach kurz Pause machen. Und jetzt sagen wir, wir wollen jetzt nicht mehr hier stehen, sondern wir wollen jetzt uns von vorne sehen. Was macht ihr? Ihr fliegt mit der Kamera hier vor euren Skin. Jetzt seht ihr, da vorne ist der erste Keyframe. Stellt euch so hin am besten, guckt auf die Person, drückt nochmal beide und schon habt ihr den zweiten Balken. Wenn ihr jetzt guckt, seht ihr hier eine Linie. Das heißt, die Kamera wird von hier drüben nach dort fliegen. Und ihr seht immer, wohin die Kamera guckt. Da gibt es natürlich noch unterschiedliche Farbe. Ihr seht, da wir jetzt etwas länger gebraucht haben, ist es hier am Anfang etwas heller. Und in der Mitte wird es ein bisschen roter, das heißt, es wird schneller und hier am Ende wird es wieder langsamer. Wenn wir jetzt zum Beispiel, also jetzt einfach als Beispiel, wir gehen jetzt hier wieder hoch, pass mal auf, wir lassen jetzt 1, 2, 3, zack, machen Pause und machen hier die nächste Position, vor der wir gucken wollen. So, seht ihr, das ist eine komplett dunkelrote Linie, weil der da sehr schnell hingehen wird. Und ihr seht, die Kamera wird jetzt so ein bisschen über sich bewegen, die wird dann ungefähr so. Also je nachdem, immer wie ihr guckt, müsst ihr bedenken. Wenn ihr dann jetzt natürlich die Kamera weiterlaufen lasst und wir bauen jetzt da, werdet ihr gleich sehen. Ja, wir schauen uns kurz um. So, jetzt sehen wir natürlich unsere Blöcke. Und kurz bevor der erste Block platziert wird, machen wir einfach den hier. Halten an und fliegen an diese Position hier dran. Drücken wieder T, wählen beide Positionen aus und schon seht ihr, die Kamera dahin geht. Jetzt seht ihr wieder, es ist ein eher rosaner Strich, das heißt, die Kamera wird langsam zu euch hinkommen. Hätten wir jetzt natürlich die Position an dieser Stelle hier gemacht, dann wird die Kamera eher schnell zu euch hinkommen. Hättet ihr aber auch nicht bemerkt. So, bauen jetzt natürlich was, seht ihr ja. Und hier habe ich ja gesagt, wir wollen ein bisschen um das Gebäude herumfliegen. Also geht jetzt einfach hier so ein bisschen an diese Position. Also ihr müsst bedenken, das war eure letzte Position. Geht jetzt hier hin, drückt nochmal beide. Es kommt natürlich auch wieder, wie schnell wollt ihr es haben. Ist auch wieder so eine Sache. Drückt einmal kurz weiter. Pausiert. Dann die nächste Position. Wir haben jetzt ein bisschen was gebaut. Drückt wieder beide. Geht wieder schon mal in die nächste Position fliegen. Weiterlaufen lassen. So. Und wieder drücken. Ihr seht, da das jetzt immer alles im sehr kurzen Abstand ist, sind die Kamerafahrt natürlich hier sehr schnell. Und zu guter Letzt, was wir so machen, machen wir hier das Wetter von oben, zack, und fertig.
Genau. Das sieht ganz so gut. Das heißt, ihr werdet da sehr schnell hin. Ja, das ist eigentlich schon mal die Grundlage. So funktioniert das. Dann haben wir hier unten links noch einen 63 Striche. Da haben wir dann, was man alles machen kann. Add Event Marker ist erstmal unwichtig. Gadget machen wir auch. Save for Clear All Keyframes. Das sind ja diese Dinger hier, wenn ihr zum Beispiel kompletten Mist gebaut habt. Ich habe selber noch nicht gefunden, wo ich einzelne wegmachen kann. Ob ich die anklicken kann, geht leider nicht. Deswegen ist das etwas, ja, blöd, wenn ihr dann eine Position falsch gemacht habt. Deswegen habe ich dann in manchen Kamerafahrten auch einfach gelassen, dass man zum Beispiel durch die Blöcke durchfliegt. Ja, dann haben wir hier zum Beispiel noch Y für Toggle Lighting. Das heißt, wenn ihr in der Höhle seid, ihr seht, ist so gesehen Nachtsicht. Ein Player Overview, das ist einfach nur, dass ihr den Spieler auswählt, von welcher Position ihr gucken wollt. Genau. Man kann zum Beispiel hier auch die Player nicht visibel machen. Eigentlich ganz großes Feature, wenn ihr dann in der First Person zum Beispiel das machen wollt. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder aus der Position raus. Das heißt, genau, einfach Shift drücken und dann rausfliegen. Ja, dann haben wir unten noch die Replay Settings. Das sind dann zum Beispiel hier, mit welcher Kamera ihr aufnehmt. Ja, dann könnt ihr zum Beispiel noch einstellen, ob ihr den Chat mitmachen wollt oder was auch immer. Also könnt ihr wirklich fast alles auswählen. Brightness Gamma ist halt für die Helligkeit und so weiter. Ja, wir machen jetzt aber erstmal weiter hier kurz die zweite Sache, die man machen kann, und zwar Sachen von unten anschauen. Das heißt, man guckt erst eine Sache von oben an und dann will man zum Beispiel, stell dir vor, was ich da jetzt gerade baue, Augenblick. Ich baue jetzt was. So, machen wir ganz kurz die Pause, weil jetzt seht ihr schon, der Abstand hier oben ist sehr groß. Das heißt, wir werden von der Position, also von der Position etwas langsamer hier hinfliegen. Ihr könnt natürlich so machen, dass bevor ihr das überhaupt baut, schon an die Position geht und dann geht das eher schneller dahin. Das ist dann immer so Timing-Sache. Ja, die Sache ist immer, ich will jetzt zum Beispiel von hier oben gucken und will dann von hier gucken und will dann hier runter. Da ist dann natürlich jetzt, wenn wir jetzt hier hinfliegen, müsst ihr jetzt aufpassen, wenn ihr jetzt dahin guckt, passt auf, er ist jetzt Edit, seht ihr, dass er nochmal so ein bisschen so eine Art Bogen macht. Das ist, ja, macht die Kamera automatisch. So, dieser Bogen kann euch aber manchmal auch einen Strich durch die Richtung machen, und zwar wenn ihr zum Beispiel um eine Ecke fliegen wollt. Da müsst ihr, könnt ihr keine zwei Positionen machen, zum Beispiel also einmal links und einmal rechts von der Ecke, sondern müsst einmal links von der Ecke, dann einmal weiter rechts, also auf der gleichen Linie und dann rechts. Also sprich, ihr würdet jetzt hier drauf gucken, da der erste Keyframe, dann hier vielleicht der zweite und dann da der dritte. Würdet ihr den nämlich hier einmachen, von da der erste und hier der zweite, würde der durch die Blöcke hier durchfliegen. Das wollen wir ja nicht. Also machen wir, also macht das bei den Ecken so, dass ihr drei macht. Also so, dass der ein bisschen in kürzerer Zeit das dann machen kann. Werdet schon sehen, was ich meine. Ja, wir wollen jetzt natürlich weiter von unten gucken. So, lassen jetzt ein paar Sekunden vergehen. Wir wollen nämlich schnell nach unten. Also, ja, ja, kurz zur Zeit vergehen lassen und dann runter. Ihr werdet überall in dieser Welt diese Linien sehen, das ist dann einfach diese Kamerafahrtlinie. Die sind einfach nur zur Orientierung, damit ihr wisst, wie ihr fliegt. Genau, wir lassen jetzt ein bisschen was vergehen. Wir gucken jetzt gerade von unten. So, wunderschön. So, und als nächstes habe ich ja hier unten einen Tunnel gebaut, den werdet ihr gleich sehen. Also das reiße ich jetzt ab. Und derzeit, wo ich das jetzt abreiße, und zwar muss ich jetzt wissen, wo genau das ist. Man kann jetzt einfach sehen, okay, da fange ich an. Heißt, ich will hier hin, will von hier gucken, kann jetzt ein bisschen zurückspulen, machen wir auf 1,5 circa. So, wo wir das gerade noch abbauen, können wir jetzt an dieser Position stehen bleiben und dann einfach den nächsten Keyframe setzen. Das heißt, ihr werdet dann langsam hier hinfliegen und dann ungefähr, wenn ihr ankommt, meine ich, fängt der liebe Redgamer hier an zu bauen. Dann müsst ihr da nicht erst hinfliegen, weil sonst habt ihr nämlich das Problem, dass ihr, wenn der anfängt zu bauen und dann erst den Keyframe hier hinsetzt, dass ihr dann ungefähr ankommt, wenn der bei der Hälfte mit Bauen fertig ist. So, das ist dann immer blöd. Genau. Deswegen mache ich jetzt auch, bevor ihr auf das Dach baut, fliege ich jetzt etwas hier rein. Ungefähr so. Drückt T, also immer T drücken, wenn ihr dann was eine Stelle gewählt habt. Position und Time Keyframe.
So, und jetzt seht ihr hier, oh, das kann knapp werden. Und zwar fliegt jetzt hier eine Kurve rein. Ja, wir haben Glück, dass er gerade Pixel ungefähr vielleicht auch reinbacken wird. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel erst nicht hier gemacht. Sonst hätte der jetzt hier erst einen Keyframe und dann da drin. Dann wäre das nicht so um die Kurve gegangen. Das ist immer ein Fehler, der häufig passiert. Aber naja, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, ich bin dann da, sehe, wie der baut. So, und jetzt machen wir kurz weiter. Und kurz bevor er das Dach draufsetzt, am besten jetzt, legen wir kurz zurück. So. Und dann, ja, seht ihr, aber geht's rückwärts. Na gut, hier seht ihr, jetzt würden wir durch den Block durchfliegen. Das ist jetzt natürlich nicht so schön, aber ist dann auch wieder meine Schuld, weil ich vergessen habe, einen früheren Keyframe zu setzen. Ich muss echt gucken, dass ich irgendwie die Taste finde, wo man ja, den letzten Keyframe wegmachen kann. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. So, ich kann jetzt mal kurz weiter gucken. So, der baut jetzt das natürlich zu. Und jetzt kam natürlich die Sache, dass wir da hinten zu dem Baum geflogen sind. Einmal machen wir jetzt schnell und einmal langsam. Das heißt, können wir ganz kurz vor, also ab jetzt müssen wir einmal hier oben machen, sonst fliegen wir nämlich durch den, durch das Ding wieder durch. So, hier oben sind wir. Und jetzt fliegen wir einfach innerhalb von zum Beispiel, sagen wir mal, 3 Sekunden hier hin. Das heißt 1, 2, 3. Da komme ich gerade an. Und ihr seht, das ist jetzt eine sehr weite Distanz in nur 3 Sekunden. Deswegen ist der Strich auch dunkelrot. Jetzt warten wir mal ganz kurz, bis der liebe Wettgamer hier angekommen ist. Da ist er. Tag. Ja, genau. Und jetzt machen wir, wir fliegen zwar schon zum Baum, aber warten nicht 3 Sekunden, sondern 5. 1, 2, 3, 4 oder ein bisschen länger. 5, 6. So, ich habe das jetzt hingesetzt natürlich. Und da die Position jetzt nicht so weit ist, wird es zwar auch rot sein, aber etwas langsamer. Und jetzt fliegen wir natürlich zurück. Das heißt, wir fliegen jetzt ungefähr mit dem Wettgamer mit, sodass wir ungefähr die Schnelligkeit wie er haben. Das heißt, wir bleiben jetzt hier stehen, fliegen wieder hier hin, gucken drauf und pausieren mal ganz schnell. Ansonsten passiert nämlich das. Wenn es zu Ende ist, werdet ihr wieder auf die Ausgangsposition gesetzt. Und ihr müsst bedenken, da wo ihr den letzten Keyframe setzt, da endet dann natürlich auch das Video. Und jetzt könnt ihr mal ganz kurz sehen, wie die Kamera sich hier bewegt, aber das wollen wir mal gerade nicht, also bitte Pause. Wir wollen gerne kurz vor Ende, 1,54 circa, wollen wir an unsere Position gehen, und zwar hier hin, und wollen, dass das Video da ungefähr endet, oder die Kamerafahrt. Das heißt, wir setzen hier nochmal Keyframes hin. Also, die Regel einfach nur, je länger die Distanz ist, so, also, ach, wie definiere ich das? Wenn ihr eine sehr weite Distanz in kurzer Zeit absolviert, wird die Kamerafahrt schneller. Wenn ihr eine sehr lange Distanz in sehr langer Zeit absolviert, wird die Kamerafahrt langsamer. Darauf müsst ihr dann immer achten. So, der letzte Keyframe ist hier gesetzt, das heißt, das Video wird auch hier enden. Okay, jetzt wo wir es alles gesetzt haben, können wir einmal hier auf Play drücken. Und sehen jetzt einmal nicht, wie es abläuft, weil wir natürlich am Ende sind. Wir müssen jetzt den Regler mal ganz auf 0,0 setzen, drücken jetzt hier auf Play und schauen uns einmal an, wie das Ergebnis geworden ist. So, ihr seht, wir gehen jetzt etwas schneller, weil wir natürlich 2 Sekunden oder so noch gewartet haben. Da. Jetzt werden wir etwas langsamer, weil wir, wie ihr da oben seht, da, wir waren eine längere Zeit. Also ein längerer Abstand, bevor wir den nächsten Keyframe gesetzt haben. Deswegen ist das natürlich jetzt langsamer. Hier zwischen ist wieder ein geringer Abstand, deswegen wird es jetzt schneller. Hier wird es noch schneller, passt auf. Da bauen wir jetzt. Genau, jetzt wird wieder etwas langsamer. Wieder etwas schneller. Und jetzt wieder sehr langsam, weil wir eine sehr lange Zeit gewartet haben. Genau. Also ihr müsst bedenken. Wir machen mal ganz kurz beides auf Pause. Diese Timeline ist nicht die gleiche wie die hier. Diese Timeline ist hier für den, wie nennt man es, für den Abstand der Keyframes. Und wenn ihr dann jetzt zum Beispiel hier den Regler verschiebt auf 2 Sekunden, oh, aber im Video sind es 5 Sekunden, dann könnt ihr hier die Kamera schneller machen als
eigentlich im Video die Zeit vergeht. Müsst ihr euch vorstellen. Also, jetzt, seht ihr, wir haben hier jetzt 47 und da 47. So, das 46, seht ihr? Hier ist 47, da ist 46. So. Das heißt, wir sind eine. Ja, ist ja gut. Wir sind eine Sekunde früher als das eigentliche Video ist. Also da müsst ihr auch immer drauf achten. Oh, habe ich jetzt. Ja, gut jetzt. Nee, alles gut. Also ihr seht, es ist nicht so schwer damit zu arbeiten, wenn man es erstmal hinbekommen hat. Und ich hoffe, das Tutorial hilft euch ein bisschen. Genau, jetzt fliegen wir nämlich schon zur nächsten Position. Ihr müsst auch bedenken, dass man auch manche Sachen nicht drauf kriegt. Das ist aber dann manchmal so. Jetzt sind wir hier, fangen an zu bauen. Wir fliegen nämlich jetzt schon rein, wie ihr seht. Oh, wir sind nicht durch den Block, weil wir natürlich mit der Timeline etwas früher sind. Wir sind früher da gewesen als das eigentlich Gebaute. So, was machen wir jetzt? Jetzt kommt natürlich die Position, wir fliegen zum Baum, und zwar in Hypergeschwindigkeit. Ui. Zack, und jetzt sind wir schon viel früher da. Wie ihr seht, ja, da muss ich auch noch mal kurz was zu sagen. Und zwar kann es euch natürlich passieren, dass ihr mit der Kamera schneller seid als das eigentliche, als die eigentliche Tat, die ihr in der Welt gemacht habt. Das wird euch auch schon mal passiert. Ihr habt jetzt gesehen, wir sind eigentlich schon vom Baum weg, bevor mein Skin überhaupt angekommen ist. Das ist natürlich dann wieder ein Problem. Also müsst ihr gucken, dass ihr dann genau da den Keyframe setzt, wenn die Person auch an dem Baum ist. So, natürlich ist es jetzt, die Distanz ist trotzdem groß, deswegen wird es dann immer noch, ja, langsamer sein. Also immer noch schnell sein, weil ihr eine größere Distanz sehr schnell zurücklegt. So, und hier endet natürlich jetzt die Kamerafahrt. Jetzt habt ihr natürlich oben noch den Speed-Regler. Den stelle ich jetzt mal zum Beispiel auf 6x6. Jetzt seht ihr nämlich, jetzt fange ich mal ganz von vorne an. Und da jetzt seht ihr, hat sich oben was verzogen. Weil ihr jetzt so gesehen in der Timelapse-Baum, wie ihr jetzt sehen werdet. Passt auf. Da. Oh. Nee, das sollte nicht passieren. Oh, upsala. Wir wollen bitte von 0-0 beginnen. Ach so. Ah, ja. Weil dieser Regler hier unten. Ist natürlich auch auf 0-0 setzen. Das ist immer so die Sache. Wir wollen von... Nein. Wir wollen von diesem Keyframe aus starten. So, jetzt seht ihr. Genau. Ist noch... Okay, das Ding ärgert mich gerade ein bisschen. Naja. So, wir bauen da jetzt. Und ihr seht, das ist etwas schneller. Also bewegen... die Kamera bewegt sich schneller. So, weil ich jetzt auf jeden Fall 8 stelle. Seht ihr, mein Skin wird sich natürlich auch ein bisschen schneller bauen. Normalerweise. Ihr könnt natürlich dann in eurem Schnittprogramm dann das Bauen nochmal etwas verschnellern. Also somit könnt ihr dann einfach nur die Zeitstelle vergehen lassen beim Bauen. Und ja, wenn ihr dann zufrieden seid, drückt ihr hier auf Render Kamera Path. Das geht aber nur, wenn ihr dieses FFmpeg mit im Mod-Ordner da drin habt. Und dann drückt man hier auf Rendern. Jetzt habt ihr so ein kleines Interface. Time Left seht ihr, wie lange es noch braucht. Bei Show Preview seht ihr jetzt hier das, was ihr gemacht habt. Wie er sagt, Performance mein Zaffer, das liegt aber dann nicht daran, in eurer Aufnahme wird es dann nicht so rumlecken. Das ist jetzt einfach nur hier. Ja, und wenn ihr es gerendert habt, dann... Kennst du das mal? Weil es brauche ich jetzt natürlich nicht. Ja. Genau. Habt ihr dann hier. Diese beiden Optionen, Open Video Folder und Upload to YouTube. Aber ich würde erstmal Open Video Folder machen. Das dann, wie ihr jetzt kurz hier seht, Augenblick. Den Szene 4. Muss ich mal kurz einstellen hier. Da habt ihr dann das unfertige Video in eurem... in einem bestimmten Ordner, das könnt ihr zurück in den Donuts-Ordner ziehen und das dann ins Schnittprogramm machen. Ja. Und das wird es dann auch erstmal fürs Tutorial gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, um Replay-Mod besser kennenzulernen, um jetzt vielleicht auch damit zu arbeiten. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.